Slenderman. Enderman werden von Enderman repräsentiert. Hm? Macht Sinn. Moment mal, der hat einen Pokéball und beschwört ein Abra, weil sich Abra rumteleportieren kann, so wie ein Enderman. Und mich jetzt ziemlich aus dem Konzept gebracht hat. Oh mein Gott. Hau ab, Abra. Ich kann nicht mehr. Aber die Pau-Blöcke, die verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich glaube, wir haben da nur verschiedene Definitionen einfach, was Clickbait angeht. Weil für mich wäre Clickbait, wenn man zum Beispiel irgendwie im Titel oder im Thumbnail irgendwie Sachen behauptet, die dann letztendlich im Video nicht behandelt werden oder versucht doch besonders... Ja, im Grunde schon, dass es inhaltlich nicht zusammenpasst, dass man quasi Versprechungen gibt, die im Endeffekt dann nicht gehalten werden oder sowas. Und auch wenn ich natürlich schon versuche, dass ich die Titel auch interessant gestalte und so weiter, passe ich eigentlich immer auf, dass das nicht passiert. Dass man in der Regel zumindest weiß, worum es wirklich geht in dem Video. Damit man weiß, auf was man sich einlässt. Das weiß ich nicht. Das gibt so oft, dass ich das ehrlich gesagt nicht glaube. Also es geht ja nicht drum, weißt du, nicht, dass es komplett... Also ich meine, nicht, dass das Video heißt, ich backe einen Kuchen und dann mache ich in Wirklichkeit Schnitzel. Sondern, dass es heißt, ich mache den besten Kuchen überhaupt in 2 Sekunden und dann mache ich in Wirklichkeit einen schlechten Kuchen in 2 Minuten oder sowas. Das meine ich jetzt eher damit. So Titel wie, mit dieser Methode werdet ihr in 50 Minuten Multimilliardär. Und in Wirklichkeit dauert es dann 50 Jahre, bis man Multimillionär wird. Das wäre für mich Clickbait. Oder das Übliche halt, dass man mit Nacktheit zum Beispiel irgendwie wirbt, obwohl... Also, ob das jetzt im Video vorkommt oder nicht, wäre in dem Fall eigentlich fast wurscht, aber... Ja, genau. Ist ja wurscht. Meine Güte, geht ihr mir auf die Nerven. Dabei machen die ganze Zeit nur ihre blöde Dash-Attacke. Hi, The Cluedo. Nee, ich habe den Raid wirklich nicht mitbekommen. Der wird mir auch gar nicht angezeigt hier. Was ist denn da los? Komisch, komisch. Ah, hier sehe ich sie jetzt. Doch, das wird mir doch angezeigt. Ich bin nur doof. Hi. Berserker und danke fürs Raiden. Und Crew, willkommen. Der Katka ist auch schon da. Ich habe euch alle gar nicht. Ich habe euch alle übersehen. Bei lauter Smash Brothers. Der Berserker hat heute Geburtstag. Dann alles Gute zum Geburtstag.
Ist 85 dein Jahrgang? Das ist der beste Jahrgang, habe ich mir sagen lassen von meiner Mutter, die mich da geboren hat. Hey, danke fürs Folgen, Ulrich. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Dorfbewohner und Eisengolem habe ich zwar schon im Shop gekauft, aber noch nicht den Kampf hier gemacht. Ah ja, genau, da ist Rob jetzt als Eisengolem und wahrscheinlich irgendwelche drei Minecraft-Charaktere als Dorfbewohner. Gute Nacht, du Pluto. Mach's gut. Ich habe im Februar Geburtstag, also schon lange vorbei. Fast schon wieder, wir sind schon wieder näher dran, als wir weg sind. Deine Mutter, genau. Ja, ich sehe das auch so. Breath of the Bockwurst. Aber mein Gott. Kann man ja, wie man will, auffassen. Ich weiß nicht, das ist so, ne, das sind so moderne Begriffe. Ich weiß nicht, ob es da eine offizielle Definition gibt. Bereit? Los! Kann ich nicht mal Blöcke kaputt schießen mit meinem Laser? Wirklich nicht? Aber das Haus kann man eigentlich schon zerstören. Tatsächlich. Die Blöcke sind laserimmun. Warum kämpfe ich eigentlich gegen winzige Dorfbewohner? Das verstehe ich nicht. Vielleicht damit der Eisengolem noch größer wirkt im Vergleich dazu. Uh-oh. Piledriver. Der kann ganz schön viel Wrestling-Moves drop eigentlich, ne? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Wo bin ich? Im Boden. Oh Gott, ey. Wird nur noch rumjongliert. Nein! Oh Gott, meine einzige Schwachstelle. Jetzt spiele ich schon als Link und jetzt werde ich von Hühnchen attackiert. Das kann kein Zufall sein. Der Roboter hat mich durchschaut. Oh Gott, der voll gemein, der reagiert nicht auf meine Angriffe. Ah doch, auf den schon. So. Aber der lässt sich nicht irritieren quasi. Der lässt sich nicht aus seinen Kombos bringen. So. Weiter geht's. Ah ja, eine Google-Definition. Katka, danke fürs Abonnieren! Ein Tintenfisch im tiefen Meerschwamm. Zwischen Seetanken hin und her. Moment mal. Ach so! Ja, jetzt verstehe ich, da gehören Leerzeichen rein. Ein Tintenfisch im tiefen Meer schwamm zwischen Seetangen hin und her. Er dachte so für sich allein: Hier bin ich Tier, hier darf ich sein. Vor allem die Korallenfelder seien gefallen. Fische waren seine Nahrung, er spuckte Tinte aus Erfahrung. Wunderschön. Ein wunderschönes Gedicht. Finde ich gut. Dankeschön. Oh, guck mal. Irgendwie ein neues Emoji schon wieder. Bam! Danke für K-Pop. Ist zurzeit irgendwie auf Twitch K-Pop-Wochen oder sowas?
Ich habe schon ein paar K-Pop-Emojis bekommen. Crazy. Nach der Definition, YOLO, weil ich es gerade lese oben, kann man dann aber Clickbait erst beurteilen, nachdem man den Inhalt gesehen hat. Dann könnte ein Thumbnail an sich alleine gar kein Clickbait sein, weil das würde im Grunde bedeuten, das soll möglichst viel Besucher anlocken. Eben der Hauptgrund ist das Anlocken von Klicks. Das würde heißen, dass es inhaltsleer sein muss im Endeffekt, weil sonst wäre ja nicht mehr der zentrale Punkt das Anlocken von Klicks, wenn man tatsächlich Inhalte vermittelt, würde ich jetzt sagen. Herzchen fürs Glas, danke Abraxe. Yay, das Glas wird wieder ordentlich aufgefüllt. Nice. Immer wieder schön. So, das kennen wir schon, wahrscheinlich Riesen-Kirbys. Nein, ein Metall-Pummelduff. Okay, auch nicht schlecht. Eben, nicht nur. Kann ja auch alles andere sein. Oh, brennender Boden. Das ist aber ungünstig. Und Andross. Moment, warum kommt Andross? Ja, ich verstehe schon. Andross ist schon so ein bisschen gashed, ne? Und das Singen von Pummeluff. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, repräsentiert Pummeluff ein Gashed viel besser als Kirby eigentlich, oder? Ich finde schon. Jetzt komm mal her, Pummeluff. Sei nicht so nervig hier. Andross geht mir echt auf die Nerven und du bist da oben auf der Feuerplattform und ich habe keinen Anti-Feuer-Sub-Charakter-Fähigkeitsdingens ausgerüstet. Das geht doch nicht. Dankeschön. Ich hätte natürlich mit Pfeil und Bogen drauf schießen müssen. Ne? Das würde Sinn machen. Das wäre witzig, wenn der dann wirklich extra Schaden nehmen würde oder so. Ist aber, glaube ich, nicht so. Gashed sind auch so ein bisschen Landsquids. Air Squids eher. Ein Schwein. Die sind neu, oder? Die kenne ich gar nicht. Normale Nicht-Zombie-Pigman. Schweini. Ich habe schon lange nicht mehr Minecraft gespielt. Wird vielleicht mal wieder Zeit. Ich habe schon seit dem Illager-Update nicht mehr gespielt. Also das habe ich schon nicht mehr gespielt. Oh Gott, das geht ja gleich mal gut los. Was ist denn das bitte für ein Charakter überhaupt? Den Skin gibt's gar nicht. Ist das ein Bug oder soll das so aussehen? Das soll Alex sein, aber irgendwie ohne Texturen, oder? Was ist denn da los? Interessant. Oh Gott, was mache ich denn? Und jetzt kommen noch mehr einfach nur braune... Vielleicht ist das doch Absicht. Ich schätze mal, es ist Absicht, aber... Ich weiß nicht, warum. Warum sollte man das machen? Warum werden die random klein und dann wieder groß? Machen das die Schweini in dem Minecraft? Wie gesagt, die kenne ich gar nicht. Insofern... Ah ja, stimmt, da gab es doch jetzt so ein großes Nether-Update mit neuen Nether-Biomi und lauter so Sachen, ne? Damit hängen die wahrscheinlich zusammen. Das habe ich mir wirklich noch nicht angeguckt. Oh Gott, Hilfe! Gewonnen. Steht eigentlich Minecraft Hyrule noch? Da musst du den Zakorak fragen. Ich denke, den Server gibt's noch. Der wurde nicht gelöscht. Ja, diese, das kenne ich auch, ne, das ist witzig. Also das ist ja schon so ein Klischee. Diese,
diese Kreise um irgendwelche Details in Bildern mit so einem Pfeil drauf, weil man aber nicht genau erkennen kann, was damit gemeint ist. Und dann ist quasi die Idee, dass man draufklickt, nur um zu erfahren, was da, worauf der Pfeil eigentlich zeigt. Das ist ein gutes Beispiel für typisch Clickbait. Das stimmt. Gegen wen kämpfen wir? Was ist los? Gegen den Enderdrachen. Damn. Das stimmt. Das kann der Enderdrache alles überhaupt nicht. Hör auf, dich so falsch zu verhalten. Du bist viel zu agil. Oh, das ist ein KP-Kampf, sehe ich gerade. Ich sollte ein bisschen aufpassen. Das ist schon, ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege. Jetzt sind zumindest seine ganzen kleinen Helfer mal weg. Na, ich komme runter. Enderdrache plus Curry, was? So, ich glaube, das war's leider schon wieder. Es ist immer so schnell vorbei mit diesen Geistersammelei. Da gab's schon lange keine so kleinen Geister-Updates mehr. Das finde ich echt schade. Ich hoffe mal, die kommen wieder. Also diese Mini-Updates. Minecraft zerstört Twitter auf dem Thumbnail. Ja, ich weiß, was du meinst für ein Video. Ja, das stimmt ein bisschen. Ich meine, letztendlich rede ich in dem Video drüber, dass eben genau das passiert ist. Nachdem eben Steve, das passt thematisch gerade ganz gut, angekündigt wurde, war Twitter wirklich nicht mehr verfügbar. Man konnte nichts posten. Und das war echt witzig. Und darum geht es auch in dem Video. Insofern hat Microsoft hier wirklich Twitter zerstört. Kurz. Aber das ist auf jeden Fall clickbaity formuliert und so, das ist klar. Aber das ist auch immer, das denke ich mir wirklich immer, wenn ich meine Thumbnails mache, das ist wirklich ein schmaler Grat, dass man Thumbnails interessant gestaltet, aber nicht zu clickbaity wird. Und manchmal habe ich halt einfach auch keine Ideen, was ich da jetzt draufschreiben oder drauf zeigen könnte oder sowas. Dann nimmt man halt, was einem einfällt. So, wie spät ist es denn jetzt? Eigentlich hätten wir noch eine halbe Stunde, ne? Aber was machen wir denn jetzt noch? Ich weiß es nicht.
Ich finde die Menüs in dem Spiel so furchtbar. Können die nicht mal irgendwie anständig aufgeräumt, sortiert sein? Muss alles so komisch verschachtelt sein? So. Twitter war so erstaunt von Steve, dass man kurz nichts machen konnte. Genau. Genau, früher gab es regelmäßig, eigentlich fast jedes zweite Wochenende, so ein kleines Geister-Update. Das fand ich ziemlich cool. Da kam schon lange nichts mehr jetzt. Seit Paper Mario. Wann ist das released? Im September? Wirklich? Dann wäre das noch gar nicht so lange her. Dann ist das nur gefühlt so lange. Ich muss mal schnell gucken, ob das wirklich September war. Origami King Release. Nein, das war schon im Juli. Dann ist es wirklich schon lange her. Aber andererseits, wenn ich mir das so anschaue, zwischen Min Min und Steve sind auch schon nur Paper Mario und, Octopath Traveler erschienen, genau. Das war am Anfang, kam das schon öfter irgendwie vor. Habe ich zumindest das Gefühl, doch schon, wenn man sich das anguckt. Hier zwischen Helden. Nee, da ist Held und dann gleich Banjo. Na, dann ist es wahrscheinlich einfach sehr unregelmäßig. Naja.